jetzt geht's los. Ich sag ja, er stinkt. Er ist laut. Aber er ist toll. Die letzten Sachen verstauen und dann geht's los. So. Wir verlassen jetzt unseren Hof. Also vorher müssen wir dreimal wenden, weil das kleine Monster hier einen Wendekreis wie ein Panzer hat. Wehe, wenn du den Spiegel anschubst. Gute Idee. Tada! Versteht, weil unser Ducky ist nämlich echt laut. Ja, wir haben gerade Gas geholt, damit wir eben die nächsten Tage einen warmen Hintern haben. Waren in meinem Lieblingsbaumarkt, Hagebaumarkt. Hallo Hagebaumarkt, ich mag dich. Hier drin funktioniert alles. Mein Einräumen hat anscheinend gut geklappt, weil es ist noch nichts aus dem Schränken gefallen. Es hat noch nicht furchtbar doll geklappert. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Die ersten 20 Kilometer haben wir tatsächlich auch schon hinter uns. Er ist einfach saugemütlich. Er ist einfach sehr chillig und entspannt. Wir tuckeln hier die ganze Zeit schön mit 80 rum. Und es ist sehr angenehm. Und ich habe mich eben schon voll gefreut, weil da war so ein Mann in seinem Auto, der hat gegrinst und machte, weißt du, so, ja, ihr macht richtig, einfach so, richtig geil. Ich habe mich voll gefreut. Ja, jetzt fahren wir weiter und zwar in Richtung Damme. Damme. Ja, wir gucken uns die Richtung Damme mal an. Wir haben nämlich vor, morgen den Tag mit meinen Kindern zu verbringen, mit zwei meiner Töchter, weil morgen ist Heiligabend und dann machen wir morgen Weihnachten mit denen und dann soll es in Richtung Ostsee gehen. Haben wir uns so überlegt. Das ist der Plan. Der Plan ist geplant. Genau. Bis später. Hola. Zwischenbericht von unterwegs. Also, der Hund war draußen, fühlt sich mittlerweile auch schon etwas wohler hier drin, obwohl er noch ganz viel zappelt und zittert. Das ist ein Stück von meinem Käsebrötchen. Genau, wir haben gerade das erste Mal im Van gegessen, also im Camper gegessen. Finde ich geil. War total schön. Ich glaube, so langsam, aber sicher kriegen wir ein Feeling dafür, was wir hier gerade tun. Also, das ist mein Mann. Also mein Mann existiert. Das ist nicht wie Santa Claus, dass ich ihn mir einbilde. Er existiert. Er möchte nur nicht auf den Videos erscheinen, aber da ist sein Daumen. Genau. ja. Wie gesagt, wir haben gegessen, der Hund hat schon zweimal hier reingepupst. Wir mussten feststellen, in kleinen Räumen ist das Pupsen unseres Hundes nicht so geil. Shadow ist ja ein Bully-Mix, also französische Bulldogge, Schäferhund und Labrador. Die haben immer sehr gut mit dem Magen zu tun und er ist halt so ein Nervositätspupser. Ja, genau. Und das hat er uns eben erstmal spüren lassen beim Essen. Netterweise. Aber ansonsten fühlen wir uns gerade geil. Wir fahren jetzt zum Dümmer. Das ist ein schöner See. Da können wir schön mit dem Dicken laufen und da werden wir wohl auch übernachten. Irgendwie fühlt sich das cool an. Wir tuckeln hier durch die Gegend. Haben so ein bisschen LKW-Feeling. Aber voll Spaß. Voll Spaß. Bis später.
Morgen! Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Campi. Wir haben Kaffee getrunken. Wir haben gut geschlafen. Echt mega. Draußen ist es so schön am Stürmen und am Regnen. Und das Getropfe hier im Campi ist total geil. Wir hatten echt eine schöne Nacht. Es war ganz, ganz toll. Jetzt gehen wir eine Runde mit dem Hund spazieren, weil der, glaube ich, ein bisschen Auslauf braucht. Der ist nicht ganz so begeistert irgendwie. Der ist noch ein bisschen zappelig und rappelig. Und dem ist das alles zu eng. Und wir treten uns hier ständig auf die Füße. Aber es ist irgendwie schnuckelig. Überall Kerzen an. Und alles klappt irgendwie. Was wir noch nicht rausgefunden haben, ist, wie kriegen wir fließend Wasser im Badezimmer. Da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen schrauben. Das ist aber nicht so schlimm. Ja, wir werden jetzt bis mittags hier bleiben und werden dann irgendwann in Richtung meiner Kinder fahren, weil heute ist ja Weihnachten. Ich habe heute Morgen meine Geschenke schon bekommen. Mein Mann hat mir meine Geschenke schon gegeben. Ich weiß gar nicht, darf ich das zeigen? Darf ich sowas zeigen? Ja, bestimmt. Ich habe was ganz Cooles gekriegt. Und zwar, wisst ihr, was mein Job ist? I'm a Tattoo Artist. Und ich habe eine tätowierende Lady aus Metall bekommen. Ich finde das voll geil, weil das passt mega gut in mein Studio. Ist voll süß. So mit Schrauben und Muttern und keine Ahnung. Verzeiht mir diese grausame Kameraqualität. Ich habe mir eine neue Kamera angeschafft. Aber ich habe sie noch nicht benutzt. Es ist irgendwie einfacher, mit dem Handy hier rumzufilmen. Und was ich noch gekriegt habe, darf ich das zeigen? Glaubst du, das darf ich zeigen? Also, wir sind ja hier outdoor. Ne? Und ich fand die Erklärung dabei so süß, weil mein Mann mir heute Morgen gesagt hat, so jede andere Frau würde sowas nicht haben wollen, aber da er mich erkennt, hat er mir ein Smith & Wesson. Ich liebe Smith & Wesson. Ihr wisst, besitze ich auch einen Revolver. Ein Messer gekauft für unsere Outdoor-Aktivitäten, die wir in Zukunft planen. I love it. Ja, genau. Weil ich so eine typische Pussy bin halt. Kriege ich ein Messer. Ne? Genau. So, jetzt gehen wir mit dem Hund. Wir werden mal wahrscheinlich bei der Bäckerei da vorne vorbeigehen und mal gucken. Weil wir auf jeden Fall, wir stehen an einer Aalräucherei. Wir müssen natürlich einen Fisch kaufen. Müssen wir einen Fisch kaufen, ne, Liebling? Wir müssen einen Fisch kaufen. Wir brauchen einen Fisch. Fröhliche Weihnachten an alle und ich hoffe, ihr habt so einen geilen Tag wie wir. Ach, und was ich noch gekriegt habe, ist eine Kuh. Ich habe eine Kuh. Eine Milka-Kuh. Die ist voll süß. Ja. Und mein Mann hat einen 10 Jahre alten Don Papa. Das ist ein Rum. Und den haben ganz, ganz liebe Freunde von uns. Hallo, die Winklers. Die haben uns gezeigt, wie geil der schmeckt. Und deswegen habe ich gedacht, ich kaufe meinem Mann so eine fette Flasche, weil das kauft man nicht einfach mal so. Ja, und dann hat er von mir einmal volltrunken bekommen. Ja, und meine kleine Maus, meine Tochter, hat mir, und das ist so ein, da ist Kakaopulver drin und Marshmallows. Das hat meine Kleine mir in meinen Adventskalender reingepackt. Ich bin schon wieder so selig. Gott, ist das schön. Und nachher fahren wir zu den Kindern. Ja, genau. Und zu McDonald's. McDonald's Weihnachtsessen! Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt euer Weihnachtsfest. Verzeiht mir diese scheiß Kameraqualität. Aber damit müsst ihr leben. Wenn ihr meine Videos anguckt, dann müsst ihr damit leben. Es tut mir leid. Wir sehen uns später. Hallo. Wir haben das neueste Buch im Haus.
Guten Morgen. Wir haben Kaffee. Mein herzallerliebster Mann ist so nett und steht vor mir auf und kocht Kaffee. Gott, ist das toll. Es gibt nichts Besseres, wirklich. Es gibt auch keinen besseren Mann als meinen. Das muss ich leider sagen. Es tut mir leid, Mädels. Ihr könnt alle nicht mithalten. Überhaupt nicht. Könnt ihr mich überhaupt sehen? Ich kann euch sehen. Ich kann mich sehen. Okay. Wir hatten die zweite Nacht, die war sehr gut. Wir haben sehr schön geschlafen. Wir sind sehr entspannt heute Morgen wieder aufgewacht. Also es ist echt immer noch mega schön und angenehm. Und ja, meine Mädels haben die Hälfte an Aufladsachen mit nach oben genommen und laden uns das netterweise auf. Danke! Ja, und gegen 11 geht's weiter. Dann besuchen wir nochmal Freunde von uns, holen uns dort einen Kaffee ab und dann geht's an die Ostsee. Wir haben noch keine so richtigen Ziele. Ich glaube, so mehr als 200 Kilometer am Tag wollen wir uns auch gar nicht antun. Und werden dann gucken, wo wir stehen bleiben und gucken, wo wir übernachten. Das ist schon cool. Ich wünsche euch einen schönen ersten Weihnachtstag. Ersten Weihnachtstag. Viel Spaß. Flame on max, I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on. Nothing, keep the flame on. Nothing, keep the flame, keep the flame, keep the flame on. Moin moin, wir sind immer noch im Camper. Gerade haben wir das Solarpanel vorne auf der Motorhaube liegen, weil unsere Batterie das nicht so ganz mitgemacht hat über Nacht. Aber das kriegen wir schon hin. Mein Mann ist da sehr, sehr euphorisch, nein, sehr, sehr vertrauensselig in seine Technik. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich das gerade nicht bin, aber das ist nicht so schlimm, weil wir sind ADAC Plus Mitglieder. Das beruhigt uns beide sehr. Nein, das kriegen wir schon hin, also wir kriegen den schon irgendwie wieder gestartet. Der Dicke braucht halt ein bisschen. Ja. Was wollte ich noch erzählen? Ach so, genau. Erstmal, also ein absolutes Lob an die Damen, die sonst so von ihren Camping-Touren oder Vanlife-Touren berichten. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das macht, so gut auszusehen, weil meine Lippen sind trocken, meine Haare sind Schmodder. Ich habe ganz trockene Hände, mir ist scheiße kalt und eigentlich vermisse ich gerade meine Dusche, aber ich überlebe das noch. Aber ich habe keine Ahnung, wie ihr das immer hinkriegt, so geil auszusehen. Ne? Bei jedem Video seht ihr aus, als wärt ihr gerade aus dem Ei gepellt. Ich sehe aus, als wäre ich vor einer Woche aus dem Ei gefallen. Aber, bums, völlig egal. Genau, ja. Ich hoffe jetzt mal, dass mein Mann das wirklich hinkriegt, mit hier den Dingen anzuschmeißen.
Weil 3,5 Tonnen, nein, 3,4 Tonnen, wurde mir eben gesagt, sind nicht so leicht angeschoben, sonst würde ich ihn ja anschieben. Ja. Und meine Nase ist kalt. Ganz dolle. Hört ihr das Mimimi daraus? Also ich höre ein ganz kräftiges Mimimi. Und es tut mir eigentlich voll leid, weil mein Mann, der macht sich nämlich voll Sorgen, dass es seiner Frau jetzt gerade irgendwie nicht so gut gefällt. Aber das passt schon. Wir kriegen das schon geschissen. Wir kriegen das immer gebacken, wir zwei. Wenn wir zusammen sind, machen wir immer alles irgendwie gut. Von daher wird das schon. Drückt uns mal die Daumen, weil wir haben uns entschieden, nicht an die Ostsee zu fahren. Wir fahren eher wieder in Richtung Nordsee zurück, weil, ja, ich habe leider so ein bisschen arg Asthma und bei eiskalter Luft ist das immer sehr schwierig. Und bei unserem morgendlichen Spaziergang mit dem Hund mussten wir feststellen, die Tante sitzt hier und kriegt kaum Luft. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir fahren in etwas wärmere Regionen, weil hier oben ist echt schon übel kalt. Genau, ich wünsche euch was. Bis später.